Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming, hier mit einer weiteren Kartenvorstellung. Und die Karte, die wir heute anschauen, heißt Dunalka, ist eine Karte, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden ist. Die Karte kommt von Strauz 6, Downloadgröße 167,69 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Der Text sagt: Willkommen in Dunalka. Eine 4x4 Kilometer große Karte mit vielen Feldern und Äckern. Insgesamt 100 Spielzeuge sind auf der Karte versteckt und warten darauf, eingesammelt zu werden. 101 Feld warten darauf, dass du sie bearbeitest. Zusätzliche Geländewinkel wurden hinzugefügt. Es ist möglich, Teiche und Flüsse zu benutzen, um Wasser aufzufüllen. Wenn wir uns die Karte anschauen, scheint die tatsächlich aus einem Google-Satellitenbild genommen zu sein. Und nach ziemlich langen Nachforschungen hat ergeben, dass Dunalka eine Gemeinde ist im Territorium von Südkuretseme in Lettland. Angeblich sollen 2010 ca. 800 Personen da gelebt haben. Scheint eine kleine Gegend zu sein. Und die Gemeindefläche soll sich auf ca. 87 Quadratkilometer belaufen und grenzt an andere Gemeinden an. Aber das Zentrum dieser Gemeinde hier ist tatsächlich Dunalka. Ihr könnt den Google-Link unten in der Beschreibung finden, damit ihr auch genau seht, wo das zu finden oder zu sehen ist. Dies hier ist im Prinzip dieses Ortsinnere von Dunalka. Das ist diese Gegend hier. Und die Felder sind tatsächlich so nachempfunden, wie auf dem Satellitenbild auf Google Earth auch zu sehen ist. Wenn wir uns in die Karte einladen oder als neuer Farmer starten, dann starten wir hier an diesem Farmhaus. Es ist das Farmhaus von der Haute Belleron, das französische Farmhaus. Dann haben wir hier einen Shed hier stehen, also eine Werkstatt. Das ist also der von Elm Creek. Dann haben wir hier noch ein weiteres Haus stehen, hat aber keine Funktion. Wenn wir hier in die Garage gucken, ist diese leer. Dann gehört mit zu dem Hof, gehört dieses Feld hier. Die Feldfläche hat 2,57 Hektaren und hier ist gerade mal Weizen angebaut, erntereif. Ca. 34.000 Liter soll hier abgeerntet werden können. Ertragsbonus ist momentan bei 53%. So, das ist also unsere kleine Hoffläche, also groß ist es hier nicht. Wenn wir mal hinter diesen Shed hier schauen, dann haben wir etwas von unserem Equipment hier stehen. Also wir haben ein Gewicht hier stehen. Wir haben einen John Deere 4755. Wir haben einen Grubber von Rabe. Wir haben die Nordstein Seemaschine. Wir haben den Velga Anhänger, der hier zu unserem Hof gehört. Hier drüben sehen wir, das ist unser Silo. Und das war es eigentlich auch schon, was zum Hof gehört. Also viel gehört nicht dazu. Sehr karg, sehr ein bisschen bescheiden, was hier da vorliegt. Das heißt, hier definitiv etwas, wo wir aufbauen können. Hier drüben haben wir noch den Drescher, der ist bereits am Feld aufgebaut, also bereit zum Ernten hier unseres Weizenfeldes. Und das war es dann auch schon. Wir schauen mal kurz auf die Karte nochmal. Wie schon gesagt, das ist also der Realität nachempfunden und ich habe das angeguckt, das sieht wirklich sehr, sehr real aus, so wie das hier aufgebaut ist. Wir schauen direkt mal an, welche Produktionen eingebaut sind. Produktionen sind eingebaut, einmal eine Schreinerei, dann haben wir hier eine Spinnerei und nochmal eine Spinnerei. Und das sind tatsächlich zwei Spinnereien eingebaut hier, also wenn wir gleich mal darüber gehen. Das ist die Spinnerei La Filature du Couteau. Und zwar ist das hier, glaube ich, von der französischen Karte, von der Haute Belleron. Und dann haben wir hier nochmal eine Spinnerei verbaut. Das ist diese hier. Und das ist also die Spinnerei, glaube ich, aus der Elm Creek, wenn ich mich nicht irre. Genau, also hier sind zwei Spinnereien verbaut. Des Weiteren haben wir das Sägewerk, was verbaut ist, die Getreidemühle, die Traubenverarbeitungsanlage, die Molkerei. Dann haben wir des Weiteren die Käserei, die verbaut ist. Dann haben wir die Ölmühle, die Müslifabrik und hier haben wir die Bäckerei. Und das sind, glaube ich, alle Produktionsstätten, die fest verbaut sind.
Ladestationen, also Orte, wo wir Sachen einkaufen können, haben wir hier. Das sind einmal eine Kalkstation, eine zweite, eine dritte, eine Tankstelle, das Sägewerk und nochmal eine Kalkstation, die hier zu finden ist. Dann die Verkaufsstellen oder Abladestationen haben wir einmal unser Hof, haben wir einmal den Johnson's Farmer Market, dann haben wir den Viehhandel, das Einkaufszentrum, das Fastfood-Restaurant, den Gesteinbrecher, das South Valley Biomass Energy und dann haben wir hier unten noch das Red Marble Bowling Center. Dann haben wir den Feed and Grain South. Hier haben wir unser Farmsilo, was natürlich wo Sachen abgeladen werden können. Tiergehege sind keine standardmäßig verbaut. Der Saatkalender ist der Standard. Saatkalender scheint also Standard zu sein. Dann gucken wir einmal ganz kurz auf den Verkaufskatalog. Also wir können sehen, dass die Früchte, die angebaut werden können, können verkauft werden. Dann kommen wir zu den tierischen Produkten, also Ei, Wolle, Milch kann verkauft werden. Dann kommt Hackschnitzel, Silage, Gras, Heu und Stroh kann verkauft werden. Diesel kann gekauft werden natürlich. Mehl kann natürlich verkauft werden. Wir kommen zu den Bäckereiprodukten, die können alle verkauft werden. Dann kommen wir zu der Molkereiprodukten, Butter und Käse kann auch verkauft werden. Dann kommen wir zu den Spinnerei, das ist klar, die Spinnerei kann dann natürlich auch entsprechend das Produkt verkaufen, den Stoff. Und natürlich kann auch das Folgeprodukt dann verkauft werden. Die Zuckerfabrik, die ist zwar nicht verbaut, aber Zucker kann verkauft werden, Honig kann verkauft werden, sogar die Müsli kann verkauft werden. Also hier haben wir definitiv eine Karte, die braucht nicht unbedingt zusätzliche Mods, um gespielt werden zu können. Das ist definitiv schon mal ein sehr, sehr guter Punkt. Dann sogar Bretter und Möbel können verkauft werden. Dann kommen wir zu Mist, Gülle und Gärreste. Mist und Gülle kann nicht verkauft werden, weil entweder keine BGA verbaut ist oder die nicht zu uns gehört. Dann kann Kalk gekauft werden an 5 verschiedenen Kalkverkaufsstellen. Dann haben wir die Steine, die können natürlich zum Steinbrecher gebracht werden. Okay, das heißt im Prinzip, dass hier alles, was produziert werden kann und deren Seiten- oder Nachprodukte können definitiv alle verkauft werden. Das heißt, eine Karte, die dadurch natürlich hervorsticht, weil es leider so ist, dass es nicht alle Karten können. Hier definitiv kann man tatsächlich arbeiten ohne zusätzliche Mods, wenn man das so will. Wir gehen mal auf einen kurzen Rundflug rund um die Karte. Ich will es nicht zu lang machen. Also fangen wir hier oben an. Also wir können sehen, die Umgebung ist perfekt eingebaut. Das ist wirklich so, dass es auch passt. Die Felder sind teils quadratisch, teils sehr organisch geformt, da es natürlich wirklich der Realität angepasst ist. Also es gibt ein bisschen von allem. Und das hier unter uns ist also dieser Ortsteil oder Gemeindeort ist Dunalka. Also das ist also diese Gegend hier. Da haben wir einen Fluss, der durchgeht, der wie gesagt verwendet werden kann, um Wasser zu holen. Na, gratis Wasser gibt es hier auch. Die Karte ist einigermaßen flach, ist eine Vierfachkarte, wie das eingangs im Text schon erwähnt worden ist. Es sind einige an Produktionsstätte verbaut, nicht zu viele. Also wer natürlich eine spezifische Richtung einschlagen möchte, hat natürlich genügend Platz, um weitere Produktionsstätten aufzubauen. Die Karte scheint ein bisschen karg zu sein. Jetzt also nicht so eine hoch ausdekorierte Karte, aber es würde... Aber jedoch, es widerspricht angeblich, so wie das da zu finden ist. Also ich würde hier sagen, ja, passt eigentlich ganz, ganz gut. Wir schauen uns nochmal ein bisschen so die Feldflächen an. Also wenn wir als neuer Farmer starten, haben wir ja schon gesehen, haben wir hier diesen Farm, also den Hof, der zu uns gehört. Und wir haben das Feld 35. Das ist alles, was zu uns gehört. Ne? Nichts Zusätzliches.
Feldgrößen, also die einzelnen Felder können teils gekauft werden, zum Teil kommen sie im Paket von zwei Feldern, wie zum Beispiel hier. Das wäre eine Fläche von 5,6 Hektar. So, mitunter die großen Parzellen sind so um die 45, 50 Hektar. Das sind aber Ausnahmefälle. Ich würde schätzen, dass im Großteil die mittelgroßen Felder so zwischen 25 und 35 Hektaren sind. Dann haben wir die Standardgrößen, so der Meter weniger, sind so zwischen 15 und 25 Hektaren. Also es gibt Feldgrößen jeder Art und Form und auch in jeder Größe. Natürlich gibt es auch verschiedene Forstflächen, die gekauft werden können, wie diese hier oben. Da gibt es verschiedene Parzellen, die dann für die Forstwirtschaft verwendet werden können. Es sollen also 100 Collectibles verbaut sein. Ich habe bisher noch keines gefunden, habe mich jetzt aber auch nicht wirklich darauf konzentriert, diese zu finden. Überall gibt es ein bisschen Teiche, die da sind, um die Wasserversorgung zu garantieren. Es gibt auch andere Höfe, die hier vorbereitet sind, die noch zum Verkauf sind. Das hier ist allerdings der Farmers Market, den Johnson's Farmers Market. Das muss man ein bisschen langsamer machen. Verkaufspunkt hier. Auch hier ein bisschen dekoriert. Ist jetzt nicht die meisten dekorierte Karte, aber ich würde sagen, das könnte tatsächlich so aussehen. Ich kenne die Region überhaupt nicht, aber ich denke nicht, dass es eine sehr üppige Region ist. Hier haben wir eine mögliche weitere Farm, ne, eine schöne Fläche, wo man womöglich auch etwas aufbauen könnte. Sieht schön aus. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, hier zu leben. Da haben wir eines dieser Forstgebiete. Das scheint auch eine Fabrik zu sein, aber nicht eine, die man nutzen kann. So, dann haben wir hier ein Collectible gefunden. Okay, ein Pferd, das habe ich gefunden, gibt 1000 Euro. Wir gehen ein bisschen weiter, dann haben wir hier, ich glaube, den Viehverkauf. Dann haben wir hier ein Monument, was immer auch dies bedeuten soll. Das ist der Shop-Bereich, also der Bereich der Händler. Ja, wunderbar. Ich glaube, ich habe auch KI gesehen, also Verkehr ist eingebaut. Dann gibt es auch Aufträge. Gibt es hier auch Ballenaufträge, Erntenaufträge, Düngeaufträge gibt es genügend. Wie gesagt, Tiere oder Tiergehege sind keine verbaut, standardmäßig. Das heißt, das muss noch nachgeholt werden. Ja, das würde ich sagen, das ist mal dieser Rundgang über die Karte, ziemlich kurz. Aber ich glaube, es könnte tatsächlich eine schöne Karte sein für einen Multiplayer. Könnte sicher so etwas Schönes daraus machen. Schön ist, dass hier alle Produkte und Früchte verkauft werden können. Und das sehr gut durchdacht ist. Und dann würde ich sagen, ja, was denkt ihr über diese Karte? Würdet ihr diese anspielen? Ich würde mal sagen, ich belasse es hiermit mit diesem Rundgang, mit dieser Kurzpräsentation dieser Karte. Lasst mir doch den Daumen da, falls euch diese Kartenvorstellung gefallen.
Holt euch doch das Abo ab, wollt ihr keine Kartenvorstellung oder auch keine Modvorstellung im weiteren Verlauf verpassen. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Dann würde ich sagen, danke, tschüss und hasta luego.